Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Review. Heute habe ich euch diesmal ein anderes Set mitgebracht. Und zwar Lego Castle System. Aber ihr werdet schon sehen, das ist nicht dieses alte 6054er von 1988, sondern das ist jetzt dieses Remake, dieses Rework von eben jenem alten Set. Dieses Set gibt es aber nicht im regulären Handel, sondern dieses Set gibt es als GWP oder gab es jetzt vor 2 Tagen, noch als letzter Tag, gab es als GWP-Set für einen Einkaufswert von 150 Euro auf der Lego-Seite, also als Gratisbeigabe dazu. Für mich war ganz klar, 150 Euro waren mir zu viel, um irgendwas bei Lego von deren originalen UVP zu kaufen. Sehe ich nicht ein. Deswegen habe ich dann mal einfach mal auf eBay Kleinanzeigen mal die Setnummer eingegeben und da gab es dann schon wenige Anzeigen davon, dass Leute dieses neue GWP-Set verkaufen. Dort verkaufen die es jetzt aktuell für 40 bis 45 Euro. Selten findet man auch ein Angebot für 35 Euro. Aber ich meine, kauft es dann besser da, wenn ihr nur an dem einzigen Set interessiert seid, statt jetzt irgendwas für 150 Euro zu kaufen, was ihr dann sowieso dann nicht braucht, nicht wollt, nicht benötigt. Deswegen guckt eher dann, wenn dann bei eBay Kleinanzeigen zu, weil wer weiß, vielleicht hat es ja jemand zufällig bekommen, weil er nicht wusste, dass es ab 150 Euro dazu gibt. Deswegen verkauft das halt. Warum nicht? Fortan muss ich auch sagen, als ich dieses Set gesehen habe, das wollte ich unbedingt dann haben. Es sah halt einfach interessant aus und es war halt einfach eines der alten Lego-Sets. Eines der Sets, wie Lego damals halt angefangen hat. Und das wollte ich halt gerne mal wissen, mal gerne schauen, wie das damals war. Und ich muss halt echt sagen, es hat wirklich schon lange nicht mehr so viel Spaß gemacht, ein Set aufzubauen wie dieses Set hier. Und ist auch zu Recht eines der Klassiker, wenn man sich die alten Lego-Sets anschaut oder wenn man über die alten Lego-Sets schwärmt oder redet, diskutiert, dann ist es zu Recht ein Klassiker der damaligen Zeit von Lego. Und außerdem muss ich auch sagen, dieses Set hat auch wieder mein Interesse in das Mittelalter wieder neu entfacht. Es ist sehr schön, dass man so ein Set neu rausgebracht hat. Wir wissen ja alle, dass Lego schon seit vielen Jahren einfach keine Ritterthemen rausbringt, keine Ritterthemen veröffentlicht. Völlig unbegründet eigentlich. Ritter sind ja, passen immer rein, egal in welches Alter, finde ich. Deswegen finde ich es umso besser, dass es jetzt mal wieder mal ein offizielles Lego-Set mit dem Thema Ritter gibt. Und das hat mich einfach sehr gefreut. Und mir macht es einfach immer wieder Spaß, mir das Ganze anzuschauen oder halt ein paar Sachen zu verstellen. Und wir schauen uns jetzt mal das Ganze genauer an. So, wie schon gesagt, das ist ja ein Rework des alten Forestman Hideout 6054er. Viele alte Elemente wurden beibehalten, beziehungsweise eigentlich fast alles. Wir haben hier eben diese Zielscheibe, die mit übernommen worden ist. Wir haben innen drin auch so ein Goldfass, was wir uns gleich noch im Inneren anschauen werden. Was es im alten Set genauso gab. Dann haben wir eben auch noch die beiden Schilde. Wohl angemerkt sind das beide Prints. Es war damals diskutiert, ob das jetzt Sticker sind oder Sticker sein könnten, aber tatsächlich auch besser so ist es, sind es tatsächlich auch Prints. Dann haben wir das sehr auffällige blaue Dach vorne. Ich persönlich mag jetzt die Farbkontrast von blau zu rot, also zu der roten Fahne nicht so wirklich, aber das ist jetzt, stört mich aber sonst wirklich nicht unbedingt. Der einzige Unterschied ist halt, dass es zum Beispiel, wie man es dann eben auch sieht, diese Liane da nicht mit dabei gibt. Aber ansonsten sind die restlichen Elemente alle gleich beibehalten. Es gibt auch eben diesen alten Pinienbaum. Die Figuren wurden auch neu überarbeitet. Und zwar sehen die im Kernelement genauso aus wie die alten, bloß die haben halt ein bisschen mehr Details noch mit drauf. Zum Beispiel haben die jetzt auch einen Gürtel, an dem Gürtel haben die solche Beutel. Und der andere Unterschied ist halt, dass es nicht mehr zwei männliche Forestmen sind, sondern dass einer männlich ist und die andere ist halt diesmal weiblich. Eben zwecks der Diversität, ne? Jetzt schauen wir uns aber auch mal das Innere von dem Ganzen hier an. Und zwar sehen wir jetzt hier eben dieses eben jene genannte Goldfass, was es eben auch beim alten gab. Finde ich auch echt cool gemacht, dass es hier mit so einem alten 2x4er Roundplate auch zugedeckt ist, wie einfach damals. Also es wurden viele Teile wiederverwendet, die es halt auch damals bei dem alten Set gab.
Und das ruft halt bei den Leuten, die damals dieses Set hatten und damit gespielt haben, ruft es halt zu Recht auch nostalgische Gefühle halt hervor. Bei mir jetzt nicht, weil ich habe es ja nicht gehabt. Aber ich mag trotzdem, mir gefällt trotzdem das Design der alten Lego Castle Sets. Lego Kingdoms war auch nicht schlecht. Mir haben aber da nicht so viele Sets angesprochen. Lego Castle eher schon. Aber ich fand die Burgen, fand ich bei den alten Lego Castle System Sets, fand ich für mich zumindest ansprechender gewesen, auch wenn die klein waren und so alles. Aber die hatten so ihren Charme, finde ich. So einen alten, das war so eine richtig so standardmäßig klassische alte Burg, das hat mir halt sehr gefallen. Damals. Also an den alten Set meine ich. Damals kann ich ja nicht sagen. So. Genau, wir schauen uns jetzt mal hier das Innere kurz mal an. Wie gesagt, Goldfass. Dann das neue Element, was hier halt mit zum Remaster reingebaut worden ist halt dieser Baumstamm hier oben. Der wurde damals mit so Brick Builds, mit jeweils solchen Einern Bricks also zusammengebaut. Oder mit diesen, wo sind die hier? Oder mit diesen einen Elementen hier, diese Tragestützen oder ja, Rundbogen oder halt wie man die halt nennt, ich weiß nicht. Da haben wir jetzt eben so eine schöne runde Form. Also auch fällt es auf, dass die alte Version, die war ja, sah ja viel eckiger aus. Die neue hier, die hat zwar die Grundstruktur vom alten, aber es wurde die Ecken und Kanten, die wurden halt ein bisschen abgerundet. Das ist so der Hauptunterschied zwischen dem alten Set, würde ich sagen. Also von dem Baum hier. Dann haben wir hier eine schöne Leiter, wurde auch wie beim alten noch beibehalten. Auch schlicht gehalten, das finde ich echt gut. Also es muss nicht so richtig aufwendige Bautechnik sein, sondern richtige, weiß nicht, richtige Leiter sein, sondern das ist halt so einfach die Schlichtheit, die mir halt sehr gefällt. Und die halt einem wieder das Gefühl gibt, wie damals als Kind, wo es einem nicht gestört hat, dass es hier einfach nur so eine Leiter hoch, also so aussieht. Das hat einem damals nicht gestört. Man hatte genug Fantasie und trotzdem hat es Spaß gemacht. Da brauchte man jetzt nicht irgendwie große Details, um die Leiter sichtbar zu machen, sondern es hat einfach nur so gereicht. Das finde ich halt wirklich toll. Und das macht mir halt einfach Spaß dann. Dann haben wir hier eben den Innenraum, da wo sich der Bogenschütze dann reinsitzen kann oder reinstehen kann. Und der kann dann halt hier eben aus den jeweiligen Öffnungen dann rausschießen oder rausgucken. Ja, genau. Mir gefällt auch diese Baumstruktur, die hier oben gebaut worden ist, gestaltet worden ist. Das gefällt mir halt eben noch mehr als beim alten, wie man es dann beim alten Set sieht. Gefällt mir halt wesentlich mehr. Das bringt so auch so eine gewisse Waldfeeling, so eine gewisse Dichte hier. Eine Flora, nee, vorne nicht. Vorne und Flora ist ja irgendwann, ja. Das finde ich echt cool. Ich hätte zwar gedacht, dass es ein bisschen filigran gebaut wird, aber das hält echt relativ gut, relativ stabil, muss ich sagen. Also diese Blätter hier oben, das finde ich sehr positiv anzumerken. Wir haben hier auch noch so ein richtig cooles kleines Detail. Und zwar sehen wir hier eine Öffnung. Und wenn wir halt jetzt hier den Baum zuklappen, dann sehen wir hier so eine kleine Öffnung, so eine Art Geheimgang zum Bauminneren. Das ist echt cool. Und das sind halt so viele Spielelemente, die das Set einfach so großartig auch machen. Wir haben dann noch hier jeweils noch so eine Zange hier, so eine Befestigung. Damit können wir eben den Speer hier nehmen. Und dann halt eben ja hier befestigen als Halterung. Ja. Also es hat, obwohl es eigentlich so klein ist, mit nur 258 Teilen, hat es einfach echt viele Spielfeatures mit drinnen. Man kann es hier entweder zuklappen, man kann hier den Schützen hier reinstellen, der dann seine Feinde halt mit, oder halt je nachdem schaut, ob es Freund oder Feind ist und je nachdem dann halt eben den Versteck hier verteidigt oder halt die Grenze verteidigt, wer weiß. Oder man kann halt hier dann noch den Geheimversteck, wo man was auch immer was spielen kann. Man hat hier den Fass voller Gold, wo halt sich die Räuber oder halt, wenn es halt die Guten sind,
Gold ansammeln. Es sind halt viele coole einzelne Spielfeatures, die das Set hier auch, sag mal, dann wäre es im regulären Handel für 35 Euro, 30 Euro. Das wäre es total wert, finde ich. Das total wert. Und es macht halt dann einfach Spaß. Und ein Kind hat dann wie beim alten Set stundenlangen Spielspaß nur mit diesem einen Baum hier. Wir können uns nochmal angucken hier, wie es nochmal in der Rundumansicht des Baumes, wenn er zugeklappt ist, aussieht. Also ich kann nur sagen, das macht doch einfach Spaß, den anzuschauen, oder? Es ist doch einfach schön. Also in jedem Winkel, finde ich. In jedem Winkel glänzt er einfach. Also ich verstehe es echt, dass dieses Set in den Köpfen immer noch in den Leuten geblieben ist. Und das ist zu Recht einfach eines der Klassiker aus der damaligen Lego-Zeit ist. Genau. So viel mal dazu. Falls euch das Video gefallen hat, gebt gerne dem Video ein Like da. Oder aber auch natürlich abonniert gerne den Kanal, wenn ihr schon dabei seid. Schaut auch gerne meine anderen Videos an. Letztens habe ich den Lego Creator 31131 vorgestellt. Das C-Modell hatte ich mal kurz gehabt. Dann davor habe ich noch den AT-AT mal gereviewt. Aber schaut doch gerne mal, wenn ihr euch an Panzer interessiert, unter anderem, schaut auch gerne dann mal beim Kobi Leopard 2 vorbei. Genau, in diesem Sinne sage ich dann vielen Dank fürs Zuschauen und ich gebe meine totale Empfehlung für dieses Set. Geht auf eBay Kleinanzeigen, wenn ihr nur an diesem einen Set interessiert seid. Wenn ihr keine 150 Euro ausgeben wollt, sinnlos. Deswegen schaut auf eBay Kleinanzeigen rein. Mittlerweile gibt es da genug Angebote bis jetzt. Und ja, in diesem Sinne sage ich dann bis zum nächsten Mal. Ciao!